Ja, so. Siehst du, jetzt weiß ich wieder, was ich längst machen wollte. Ich wollte mir längst die ganze Sache da mal neu runterholen. Denn auch der gute Wolke ist ein Fan von dem Honeyball Texture Packs. Und ich denke, ich kann in seinen Namen auch nochmal Honeyball loben für ihre Texture Packs, oder? Mhm. Weil die sind ja. Also, ich hab's ja auch schon mal öffnet. Ich weiß nicht, das sollte man schon mal gehört haben. In den ersten Folgen. Ja? Ja. Dass ich die Honeyball mal gelobt hab. Also, die sind auch jedes Mal echt klasse. Aber wir werden jetzt mal einfach so aus Spaß mal ein anderes Texture Pack nehmen. Oh mein Gott, ich werde Honeyball untreu. Oh mein fucking Gott! Das klang falsch. Ja. Also kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Am besten falsch. Am besten eigentlich gar nicht. So, jetzt habe ich ja erst meinen übelsten See gemacht und der ist dazu da, um das zu machen. Aber ist ja, und ich würde sagen. Der Minecraft-Sound? Nee, meinst du? Weiß nicht. Ich denke nicht, oder? Weiß nicht, vielleicht sind meine Ohren so empfindlich. Ich nehme jetzt mal das von Herrn Sommer, das ist für mich auch, finde ich, ziemlich cool. Herr Sommer ist bestimmt der Leiter von Dr. Sommer. Oh mein Gott, nehmt die Füße hoch, der kommt flach. Das sieht auch nicht schlecht aus. Auch nicht schlecht, gell? Das ist so ein bisschen flach gehalten. Wie so deine Witze. Aber das ganze Gras, das ist ja ganz schön. Sieht aber eigentlich, finde ich, in dem Waldgebirge bist nicht schlecht. Also wir wollen jetzt auch im Wald gehen. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal dieses Zuckerrohr wachsen. Meinst du jetzt Wald oder Dschungel? Ich denke mal, der Dschungel wird auch nicht schlecht aussehen damit. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt erstmal auf die Suche nach. Was ist das? Ein Kompass. Sieht eher aus wie eine Sternkarte, aber. Okay. Ich glaube, das ist ein Kompass da. Ja, so ist auch. Achtung, es wird dunkel, glaube ich. Nein. Alter. Und zwar suchen wir Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ich brauche mir gar keine Karte, oder? Wir haben doch einen Kompass. Wir haben ein Gedächtnis. Das bringt bei Minecraft meistens nicht viel. Ja. Und ich glaube, du bist wieder ein Stück ziemlich weit vom Mikrofon weg. Meinst du nicht auch? Gut, dann gehe ich hier einfach mal wieder ein Stückchen näher ran. Wenn ich die Musik dann. Dieser Balken hier. Dieser kleine Promo-Balken hier. Der regt mich schon die ganze Zeit auf. Was für ein Promo-Balken? Siehst du, das ist dieser eine Balken, der durch die ganze Landschaft geht. Den hier, will ich gerade wegmachen. Nein, also jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Haha, Schatzkeks. Ja. Was denn? Der Boden sieht aber geil aus, oder? Ja, das stimmt. Also der sieht richtig geil aus auch. Creeperbed! Ich würde sagen, wir tun mal die Erde das weg. Muss ich mir auch nochmal runterladen. Und das weg und die Samen. Wie viel Eisen hast du schon wieder? Das hast du doch gesehen. Ah nee, die Folge 2 von der Schweizer Gesöhne ist ja noch gar nicht draußen. Jetzt hast du es verraten. Bam, bam, bam. Ja, wenn der Teil 1 steht, dann ist es logisch, dass es einen Teil 2 gibt, oder? Nein. Nein, überhaupt nicht. Das ergibt okay, ich nehme das da mit. Was soll man noch muss mit? Ich mir auch noch was soll man noch mitnehmen? Ja, Essen, dann vielleicht. Ein Schwert noch, oder? Ja. Ein Schwert, dann nehmen wir mal hier. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du Rüstung an? Nee, wa? Soll ich mir eine Rüstung? Ja, komm, wir können im Display ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Du hast so viel Eisen, ja. Da fällt das bisschen, glaube ich, nicht wirklich auf. Ja, so viel wird das nicht sein. So wenig wird das nicht sein, aber. Bevor ich wieder hier Level 25 bin und dann wieder alles verliere, werde ich das einfach mal machen. Auch wenn es verschwenderisch ist. Bevor du wieder ausgedacht wirst. Ja, und diesmal von dir wahrscheinlich. Ja. Ist nämlich auch so ein kleiner schadenfroher Typ. Oh ja. Oh, jetzt habe ich meinen Skin nicht mehr. Bam, bam, bam. Das ich finde den Default-Typen nicht so toll. Ach ne, ja. Den Steve. Der gute Steve. Steve. Okay, ich würde sagen, wir schlafen erstmal noch eine Runde. Ja. Schlafen ist. Dieses Glas sieht jetzt auch doof aus. Naja, an sich. Zum Haus passt's ja, aber an dieser einen Stelle. Also hier, wenn das so zu viert ist, passt das allerdings mit diesen kleinen Dingern. Das also ich hatte Warbase schon mal gefragt, was meinst du, ist das Haus ein bisschen groß oder sieht das gut aus? Nö, das sieht. Krampf! Hier hat gerade jemand einen Krampf. Ich laufe einfach schon mal los und wer fertig ist, wird das sicher wieder bei der Aufnahme dabei sein. Oh, da ist ein Creeper Girl. Creeper Girl, Creeper Girl. Au. Creeper Girl. Oh.
Also Leute, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so Krämpfe kriegt? Das ist echt kein Spaß, das tut höllisch weh. Entschuldigt bitte meinen Ausfall. Autsch. Zynisch. Ey, guck mal, da Eis, Schneewelt. Also, was machst du? Ich will mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, warum wirfst du die Axt weg? Das war aus Versehen. Ja, du wolltest gerade was zu dem Haus sagen. Ja, also ich finde, das Haus sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde, das ist eigentlich nicht zu groß, nicht zu klein. Das ist... Deswegen. Außerdem, in Minecraft geht's ja eigentlich darum... Nee, warte mal. Was muss man sagen? Minecraft oder Minecraft? Minecraft. Du musst Minecraft sagen, sonst wirst du gehatet. Oh. Okay, ich werde gerne gehatet, deswegen sage ich Minecraft. Das ist jetzt ganz provokant. Oh, guck mal, was wir gefunden haben. Das ist mir auch... Du scheinst wirklich Glück zu bringen. Ja, sag ich doch. Ab jetzt, wir können sinnlose Kürbisse anpflanzen. Ich sage jetzt Minecraft, weil alle Hater, ihr interessiert mich einfach noch gar nicht. Das war wie Warbase. Da kam, also ich bin 17, ich lebe immer noch bei meiner Mutter. Oh mein Gott. Und da kam meine Mutter gerade rein und der Warbase saß auf meinem Fenster und hat ganz laut gebrüllt. Ich mach das jetzt mal, ich hoffe, ich übersteuere nicht. Minecraft! Und meine Mutter kam rein. Und Alter, das war so ein Fail. Warte, ja. Kommen wir von hier? Ja, warte, dreh dich nochmal. Warte, nee, warte, wir kommen dreh dich mal. In eine andere Richtung. Nein, wir kommen mal da. Oh. Siehst du mal, wie gut ich hier aufpasse? Also ohne mich wärst du... Ich frage mich sowieso, wie du dich auf deinen Welten zurechtfindest. Meine Welt ist so riesig, da brauche ich keinen Anhaltspunkt mehr. Ich habe die schon 50 Mal durchquert. Natürlich die gesamte Welt. Ja, yeah, okay. Also, Creeper! Es ist wirklich so, also, oh, ich mache eine schwulische Ausbildung. Scheiße. Ich dachte, das war noch Eis und weg war ich. Die Härte ist ja auch, ich mache eine schwulische Ausbildung und finde nicht so viel Zeit, so derbe Minecraft zu suchen, wie Frank, der arbeitet. Oder wie? Never. Also, du kannst meinen Namen ruhig sagen. Ja, das... Ich weiß nicht, ich merke mir das einfach nicht. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich jetzt schon ein bisschen länger Let's Player. Spider-Girl, Bam! Die hat dir voll einen gegeben hier. Voll die. Ja, das ist. Also, ich habe schon gesagt, das ist typisch. Voll die. Das Game-Mädel hier. Du meinst so hier. Voll Ghetto. Like. Ist das hier ein Like-Bug? Ja. Nee, es ist typisch so. Es ist auch in der Realität so, dass ich dauernd von Mädchen eins auf die Fresse kriege. Einfach weil ich so fame bin. Ja. Gell? Einfach weil ich so fame bin. Ja. Kriege ich von Mädchen ständig eins auf die Fresse. Frank ist wirklich sehr fame. Da musst du dich richtig anstellen dafür. Oh ja. Oh, guck mal, wir haben Pilze gefunden. Pilze. Haben wir gerade denselben Gedanken gehabt? Ja. Wir nehmen mal nur einen mit. Nur das einen? Sieht ja auch geil Alter, aus. Alter Frank, bei mir wurden 5 Pilze bestellt, da können wir nicht nur einen mitbringen. Ja. Auf deiner Salami-Pizza. Richtig. Auf der Salami. Evil Chicken. Übrigens habe ich ja festgestellt, meine Chicks sind die guten und die Chicks hier draußen sind die bösen, also die Evil Chicks. Was für Chicks? Sagt man das? Die Chicks? Die Chickens. Achso. Den hast du nicht gerafft, ne? Doch, nein, also. Doch, ja, nein, also. So halbwegs so, ne? Nehmen wir mal ein bisschen Fleisch und Federn mit. Fleisch klingt immer gut. Fleisch! Ja, also, da haben wir eigentlich schon das nächste Thema. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwelche Zuschauer. Also wenn hier jetzt überhaupt jemand zuschaut, ne? Ob hier Vegetarier dabei sind. Also. Aber ich finde ja wirklich, diese vegane oder vegetarische Lebensweise. Ja. Ist eigentlich echt total. Wow, fuck! Auf der einen Seite sehr bewundernswert, das so durchzuhalten. Auf der anderen Seite finde ich, die Leute müssen doch eigentlich körperlich irgendwelche Defizite haben. Nee, haben sie nicht, weil diese Sojabohne, von denen sie sich ernähren, ja, hat so viel ausreichende Nährstoffe. Da passiert nichts. Ja, aber ich weiß nicht. Aber doch nicht normal. Also das ist da, das ist doch irgendwas. Ja, ich nehme an, es gibt auch Gründe dafür. Man wird ja nicht einfach so aus Langeweile zum Veganer. Ja, richtig. Aber ich frage mich immer, was das für Gründe sind. Ich meine, aus was für Gründen wird man Vegetarier oder Veganer? Tierlieb.
Also, ich meine, Vegetarier gehen ja noch, aber Veganer, wirklich gar nichts vom Tier zu essen, das ist ja wirklich schon echt heftig. Ja, unerklärlich. Na, vielleicht aus also dem... Ich habe auch eine Vegetarierin in meiner Klasse, die hat mir auch keine ausreichenden Erklärungen liefern können, warum sie jetzt Vegetarierin ist.